war vor 1,5 Jahren war ich hier bei der Eröffnung und ich meine, ich kenne die Leute, die das hier betreiben, total nette Jungs und Mädels. Man muss ehrlich sagen, das ist eine super Atmosphäre hier, großartig. Ich bin ja kein Schrauber, ich bin ja eigentlich auch kein Bowler, ich bin mittlerweile ein Abenteurer und zwar begeisterter Kletterer noch und ich nutze natürlich auch die Boulderhallen zum Trainieren. Aber so Boulder, Schrauben, da hatte ich schon immer einen großen Respekt davor, weil ich bewundere schon auch die Kreativität der Schrauber und der Marcel. Der mich so ein bisschen so angeleitet hat, der ist halt einfach großartig, weil der hat das allein schon im Blick, was die Distanzen angeht, wo vielleicht noch ein Griff hin muss und welchen Griff man wie anordnen kann, ob man den aus der zum Schultergriff machen kann oder zum Mänteln. Und also da stehe ich dann immer da und denke, wie kann der das so erfassen? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich muss mir erstmal den Griff dann da hinschrauben und mal probieren, ob das funktioniert. Und der macht das einfach so vor seinem geistigen Auge. Und das ist eigentlich dann schon so eine Kunst. Und ich denke mir mal, dass das auch einen guten Schrauber ausmacht. Aber mit Marcel bringt es wahnsinnig viel Spaß, weil er weiß ja auch, dass ich jetzt kein professioneller Schrauber bin. Und er gibt mir dann schon immer sehr gute Unterstützung, muss man sagen. Der Schiffsbug-Boulder, würde ich mal ihn nennen, der hat einen klassischen Sitzstart und geht gleich los mit so einem leichten Dynamo auf so ein Volume. Und dann wird er sehr technisch. Und vor allem diese Bewegung um diesen Schiffsbug herum. Man muss dann so die offene Tür abfangen und dann auf so einen Sloper gehen. Es ist kräftig, technisch sehr anspruchsvoll. Und zum Schluss auch muss man sehr konsequent sein, dass man nicht zu lange an diesem Sloper hängt, weil die Hände fangen dann schon zu beschwitzen an, man hat schon einige Griffe in der Hand gehabt. Und dann muss man relativ schnell und konsequent dann irgendwie dann zum Finale kommen. Und also den finde ich sehr, sehr gelungen, der ist ein sehr spannender.